Hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ja, vielleicht hört man da schon etwas heraus. Das ist, die erste Info ist, mein altes Mikro, also mein eigenes Headset-Mikro ist kaputt. Also das Headset funktioniert noch, aber das Mikro nicht mehr, dank meiner Schwester schon wieder. Ich bin froh, ein Ersatzmikro zu be besitzen zu bekommen, können, aber wie ihr selber gerade hört, ist das jetzt nicht gerade die beste Quali. Aber das ist das, was ich in der nächsten Zeit geboten bekomme, bevor ich meinen Großmembran hole, weil ich hole mir kein neues Headset mehr. Ich habe das Geld nicht dazu. Hängt davon ab, also diesen Monat geht so oder so nicht mehr. Nächsten Monat sehe ich mal, was vom Geld übrig bleibt. Was von der Gamescom übrig bleibt, weil ich war nächsten Monat definitiv zur Gamescom. Ja, und je nachdem, wie viel übrig bleibt, überlege ich dann, ob ich noch ein Headset kaufe. Ein günstiges aber nur, das eine halbwegs in Ordnung in Qualität hat. Oder ob ich jetzt lieber sage, ich spare mir das Geld ein und hole mir dann Großmembran. Und nächste Frage wäre dann gleich, was daran anschließt, welches Mikro bzw. welchen Großmembran wäre mir natürlich lieber, würde dir mit empfehlen können, was relativ preiswert ist, aber trotzdem eine ganz gute Qualität aufweist. Also das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, vielleicht habt ihr da ja was. Ich habe jetzt momentan ja auch ein Standmikrofon, weil ich habe jetzt mein altes Headset ja auch noch auf. Ich habe jetzt nur, das ist ja eigentlich eine Webcam, was ich da habe. Das hat aber ein eingebautes Mikrofon. Ich habe jetzt nur das Mikrofon drinne. Und ich habe zwei Webcams. Das hier, was ich jetzt habe, benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Das habe ich nur noch als Ersatzmikrofon. Falls irgendwann mein Mikro kaputt gehen sollte, wie jetzt der Fall ist, dass es nicht schon wieder so ist wie vor einem Jahr oder so war es, glaube ich, wo ich dann erstmal keine Videos machen konnte, weil ich kein Mikro hatte. So kann ich wenigstens jetzt noch ein paar Videos machen, dass ich jetzt noch ein kleines Ersatzmikrofon habe. Ist zwar nicht die beste Qualität, aber besser als nichts, würde ich mal sagen. So, ja, nächstes Ding wäre, ja, in Brickforce wisst ihr alle Bescheid, mache ja bald einen Clan auf. Es läuft auch schon ziemlich gut in die Richtung. Vielleicht werde ich den erstmal alleine aufmachen, wenn da jemand dazu joint, sehen wir ja. Ich weiß ja noch nicht, mit wem ich da genau zusammenarbeiten werde. Ich weiß definitiv, dass eröffnet wird. Und nächstes Ding wäre dann, ja, die 12.000 Force-Punkte habe ich bald zusammen. Es fehlen nur noch 2.000. Ich habe gestern ein bisschen gezockt. Da habe ich von 3.000, was ich am Anfang hatte, auf 8.000 gespielt. Jetzt habe ich heute Morgen nochmal gespielt, bin auf 10.000 gekommen. Es fehlen nur noch 2.000. Das ist heute vielleicht noch zu schaffen. Aber ich habe keinen Clan-Namen. Also, könnt ihr mir vielleicht helfen? Fällt euch ein cooler Clan-Name ein? Ich persönlich würde ja Tube Force nehmen, also YouTube und Brick Force vermischt. Aber naja, ich weiß nicht, ob das gut ankommt oder nicht. Schreibt mir mal Namenvorschläge in die Kommentare. Ich suche vielleicht das aus. Oder vielleicht findet ihr Tube Force sogar geil. Dann nehme ich Tube Force. Natürlich, weil ich finde den Namen eigentlich nicht schlecht. Aber, naja, nächstes Ding, was auch noch mit dem zusammenhängt, mit dem ganzen Gesammle, was ich jetzt nicht als extra Thema, aber auch hochgeschrieben habe, ist, dass meine KD ziemlich gestiegen ist. Weil natürlich, dass ich gestern lange gespielt habe, hat mir auch so ein bisschen Skill verliert, so ein bisschen Routine. Ja, ich bin jetzt von 38er KD auf die 40er KD gekommen. Wow. Ist so immer noch eine beschissene, aber immerhin besser als vorher, würde ich sagen. Also ist nicht schlecht. Na, naja, schreibt mal die Meinung zu dem ganzen Zeug hier in die Kommentare. Heute oder morgen kommt auch noch ein Part raus. Von Brick Force habe ich gestern nämlich aufgenommen. Das Ding ist, gestern habe ich das auch schmerzlich erkennen müssen, dass mein Mikro nicht mehr funktioniert. Ja, deshalb habe ich das Ganze ohne Stimme aufgenommen. Das heißt, ich muss das heute noch nachsynchronisieren. Gut, dass ich noch Mikro habe, muss ich alles einfach nachsynchronisieren. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Die Dateien habe ich ja. Habe auch ein neues Programm ausprobiert, wo es etwas weniger leckt. Naja, freut dich drauf. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.